Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exorcist the State of Decay. Hier mit der freundlichen Maya Müller wieder mal unterwegs. Ja? Musste mal wieder sein so. Haben wir eine ganze Weile nicht gehabt. Ja? Und deshalb habe ich gedacht, Maya Müller, ja, das geht immer. So, jetzt fahren wir erstmal wieder zu dem Gerichtsgebäude. Wir wollen uns aber da kein Menü reinziehen oder so, sondern ja, den Leuten da hinten absagen, dass wir sie halt nicht in unsere Gemeinschaft mit aufnehmen werden, weil die Gemeinschaft, die umfasst ja schon mittlerweile einige Leute. Warum ist dieser eine Baum da so komisch markiert auf der Karte? Nee, weil wir mittlerweile ja 13 Leute haben und ja, je mehr Leute man hat, umso mehr muss man sich um Ressourcen kümmern und so. Und das sollen die ja sich mal bitte mal selber dann besorgen. So nett sind wir dann auch nicht. So, hallo. What would you say to us coming to stay with you? Well, eat me. Ja, und tschüss. So, das haben wir auch gemacht. Dann wollen wir mal schauen. Ja, wir werden mal dieses Essen hier mitnehmen, weil das stört mir irgendwie auf der Karte. Rucksack aufnehmen. So, ich bringe die Sachen nach Hause. Und apropos Essen und so eine Grütze. Wir haben schon eine ganze Weile was nicht gemacht. Ihr wisst auch schon was hier, hä? Ja? Und zwar milde Stimulantien, potente. Nee, wir machen die Schmerzmittel. Das ist eine, was wir machen sollten. Und dann sollten wir mal gucken, dass wir hier mal wieder ein bisschen Benzin herstellen. Wir haben so viel Futteralien, das geht gar nicht mehr. Dann sollten wir einmal... Wie sieht es denn mit Bauzeug aus? Einmal Bauzeug, genau. Wir machen auch einmal Bauzeug. Das passt auch. Hier ist eigentlich alles in Ordnung. Auch alles in Ordnung. Da ist jemand müde. Markus Kempel, ha? Soll mal vorkommen und Isabelle ist auch müde. Aha. Wie geht's dir? Mir geht's eigentlich ganz gut. So, bringen wir das erstmal nach Hause. Genau, zack, zack und go. Wie lange die braucht, den Wagen zu starten, ist teilweise auch ein Hammer. Oh, da war ein großer, habt ihr den gehört? Der will groß rauskommen, ja. This has been all over the radio lately. We need to get a better look at our surroundings. You'll find it on your map. Kletter hoch und halte nach Gefahrenausschau. Aha. Das klingt nach einer neuen Möglichkeit. Wollen wir mal schauen. So, erstmal hier geparkt das Ding. Und dann wollen wir mal schauen, wo wir die Ausschau machen. Ups, da müssen wir lang. Können noch ein bisschen Gas geben. Hier, lauf mal. Oh, Fitnessstufe 2. Ich glaube, ich sollte öfters rennen. Okay. So, passt, passt, passt. Haben wir einen Kaffee oder sowas noch da? Oder milde Stimulantien? Methadone. Betäubt den Schmerz. Ibuprofen. Potente Stimulantien. Nehmen wir uns einmal potente Stimulantien. Da haben wir sie. Oh ja. So geht das. Sehr schön. So, was haben wir denn? Ausguck hier. Da haben wir es. Schwuppdiwupp und hin mit uns. Maya Müller macht das schon. Machen wieder erstmal schnell Licht aus, dass wir keine Zombies anlocken. Es wird sowieso langsam Tag, wie es aussieht. Wird langsam heller, wa? Oh, das kommt mir nur so vor. Wer weiß. So, einmal hier rein, bitte. Danke sehr. Ja, ein bisschen Ausruhen. Nee, Maya Müller ruht sich nicht aus. Maya Müller ist hier stets auf Achse. Die will ja noch groß rauskommen, die Maya Müller. Die hat da gar keine Zeit, sich auszuruhen. Die will noch Karriere machen, ne?
got something you might want to see here. Meet me as soon as you can. I could use some backup. Einsamer neuer Soldat, neue Entwicklung. Das ist, glaube ich, interessant, ja? Ja, dann gehen wir mal dahin. Das ist natürlich interessanter jetzt. Hahaha, das ist dann eine neue Entwicklung. Die ist natürlich wirklich interessanter und deshalb gehen wir mal da hinten hin. So ist das manchmal, ja? Wir folgen der Story jetzt langsam mal wieder weiter. Deshalb fahren wir jetzt mal da lang. Oh, hier schön sachte entlang. Und dann ist das auch passend, dass wieder bald hell wird, weil dann können wir den Story-Modus im Hellen abschließen. Ja, das ist gar nicht mal so verkehrt. Oh, gehen wir hier mal ein bisschen Gas. Also hier so im Morgendämmer hier so lang zu fahren, ist eigentlich ganz nett. Halt, hier ist es falsch. Einmal ein bisschen weiter noch. Das ist Nebel, schaut mal, das sieht so nach Nebel aus, ne? So Morgennebel. Tja, warum nicht? Ist eigentlich mal ganz angenehm. Irgendwie so eine so schöne Stimmung irgendwie so gerade. So ein bisschen so, oh, so frischer, taufrischer Morgen. So, absichtlich die Zombies nicht mitgenommen. Wisst ihr ja, so Karre so ein bisschen schonen. Auch wenn da vorne noch weiter so ein schwarzer Pickup auf uns wartet. Aber man muss es nicht überreizen mit der Zerstörung der tollen Autos hier. Hä? Ach du Schande. Das ist Fett Tony. Ach du Schande, der Fett Tony ist so fett, dass der sich von uns da... Ach du Schande. Wow, was hält der aus? Wow, Mr. Fett Tony. Alten, so viel zum Thema Karre sparen, aufheben, schonen. Alter, wie viel hält denn der aus? Das ist doch nicht normal, oder? Ach du Schande. Und der lebt immer noch. Jetzt aber flotte Bene hier. Scheiße. Da ist noch ein Zombie. Da ist noch ein Zombie. Und da ist noch ein Zombie. Dafür habe ich meine Karre geschafft, aber nicht den Zombie. Ei. Jetzt aber weg hier. Uiuiuiuiuiui. Ach du Schande, das ist jetzt aber hier. Oh, die Karre sieht jetzt aber auch schon toll aus. Habe ich die nicht markiert? Doch, so jetzt. So. Oh Mann. Also, Karren können explodieren. Das haben wir gelernt. Und wir haben gelernt, so ein Fett Tony, den ist das egal, wie oft wir bei den anfahren. Schande, wie muss ich denn jetzt hier genau fahren? Muss ich jetzt da reinfahren oder? Ja, wir müssen da immer da reinfahren, dann geht's dann dort lang. Gut, so viel zum Thema Fettentsorgung. Jetzt wissen wir, warum das mit der DE zu schwer ist. Ja? Da muss man schon eine Karre kaputt fahren, damit man DE erfolgreich abschließen kann. So, ja, mal schön ruhig. Hier parken wir mal an der Seite. Ach du Schande, da ist ein Friedhof. Ob das so eine gute Idee ist, in der Nähe von einem Friedhof während der Zombie
Kalypso hinzugehen? Ich weiß es nicht. Shit. Is he still alive? Yeah, not for long by the look of it. Gotta get out of here. I can't stay. Easy, soldier. What happened to you? I'm too sick. Left me behind. Left all the sick ones behind. Guess that's why they always say, don't drink the water. We got a term for this in the army. That term is FUBAR. You better get going. Yeah. Okay, sure. Ja, verlasse das Haus. Ich glaube, jetzt kriegt er gleich dann seinen Gnadenschuss. Wobei, das hat ja echt interessant, das Fenster hier. Oh, was steht denn da? Ja. Ja, wohin gehen die Toten, wenn die Hölle voll ist? Gute Frage. Wohin gehen die dann? Könnten ja zum Beispiel im Berliner Bundestag gehen. Da hätten wir noch Platz für solche Leute. So, jetzt wurde er erschossen, eindeutig. I've been thinking about what our dying friend said about the water. Right before they locked me out, the science geeks were talking about something they found up at the reservoir. Now I'm thinking we ought to go check it out. I'm on it. Let's move out then. Ja, begib dich zum Reservoir. Jetzt müssen wir erstmal nachgucken, bevor wir zum Reservoir gehen, wie viel Medics wir haben. Wir haben noch genug Medics da, das sieht gut aus. Und das Reservoir. Ach, das ist ein Reservoir. Das ist gar kein Airport. Also ein Staudamm. Okay. So kann man sich manchmal irren. Ne? So viel zu dem Thema. So, Mr. Military folgt uns auf Schritt und Fuße. Wie kommen wir denn da am besten lang? Straße so lang fahren, zack, zack, und dann kommen wir da hin. Sieht eigentlich ganz gut aus. Kriegen wir hin. So, einmal hier in die Karre rein, danke. Folgen Sie mir bitte unauffällig. Danke, sehr schön, voran geht's wieder. Ach, da geht's gar nicht weiter. Kommen wir hier ein bisschen querfeld ein. Nee, sieht nicht so aus. Ah, oh, eine Schlucht sogar. Das sieht überhaupt nicht so aus. Oh, die hat aber einen toller Wendekreis, diese Karre. Eieiei. Es ist das aber richtig dunkel. Statt heller wurde es eher dunkel. So, da ist einmal die Pegida. Die umschiffen wir hier mal ein bisschen. Vorausgesetzt, die will sich umschiffen lassen. Immer so die Frage, ob da immer welche kooperativ sind oder nicht. Oh, da haben wir nochmal ein schönes Auto. Da, ich würde mal sagen, das nehmen wir mal. Wir steigen hier mal um. Autsch, wo kommt der her? So, okay. Dann geht's hier einmal rein. Hallo. Panikfahrmodus. Okay, irgendwas klemmt da. Okay, jetzt aber. Alter Falter, das ist ein Fass, den ich ja ans Tageslicht lege. Das geht gar nicht. So, jetzt aber. Do you know where the army went? Bugged out. Well, the ones who weren't sick or hurt at least. You saw what they did with them. This whole operation's been a chuckle fuck from day one, and you guys seem to be the only ones with your heads on the outside of your collective asses. Just sorry your reward for that looks like death by super cholera. Super Cholera. Eieieiei, was die alle hier haben hier. Da können sie aber froh sein, dass sie keine super Kolikoiden sind. Huh? Okay, da ist das Wasserreservoir. Sieht auch sehr wasserreservoirisch aus. Short of sitting on our bunks jerking off, all we were allowed to do with our free time was come up here, swim a few laps and
Try to pretend MREs were suitable barbecue fodder. In retrospect, I'm not sure which I regret more. I recognize some of this. It's the same shit the Geek Squad was carting around when they were trying to find out what caused this. What's it do? Fucked if I know. I'm just a professional bullet stopper. They don't waste big words on me. They must have bailed in a pretty big goddamn hurry to leave all this behind. Let's see if we can get a better look. Nah. Oh, shit. Yeah, succinctly put. Now, it's been a while since I read my field survival manual, but I'm pretty sure dead guys rotting in your water supply is what's known as a bad thing. We're gonna have to leave the valley, aren't we? We can't keep drinking this. There's only one way out if you don't have air support. The pass back by the fairgrounds. It links up with the main highway after about 10 miles. Trouble is, the army blocked it off when they left. Probably trying to stop whatever this is from spreading. Then how do we get out? I'm not sure yet. I got a couple of leads I can check out. Meantime, your people ought to start stockpiling supplies. I don't know what things will be like on the outside. But I doubt it's good. Ja, nicht das Wasser trinken. Ja, nehmen wir es so wie die Russen, wir süffen dann Wodka. Ja, ist natürlich ein bisschen bescheiden, wenn man dann da nichts trinken kann, ne? Wie sieht's denn aus mit den Medics? Medics sieht ganz gut aus. Ich glaube, wir nehmen einfach mal so einen Karton Medics mit. Wir markieren erstmal wieder unsere Heimatbasis. In der Hoffnung, dass wir es wiederfinden. Dann nehmen wir uns hier noch so Medic-Dings mit und dann geht's Richtung Heimat. Ja, da läuft der Military Man da hinten. Der sagt sich, ach, wozu soll ich denn hier mitfahren? Ich mach das hier alle zu Fuß. Genau. Sit tight. I'm bringing this stuff home. We'll see you soon. There are still a few things to do out there. So, und schon sind wir wieder Mobble unterwegs, wie man so schön sagt. Alter, was hier wieder ein Zombie-Zeug spawnt, ist der Hammer. Hoppala. Und fahren kann ich gerade auch wieder nicht. Und schief auch nicht. Also ich kann weder gerade noch schief fahren, genau. Das ist ja das Schlimme. So viel zum Thema Zombie-Horde. Die lassen wir einfach mal links liegen. Die kümmert mich gerade mal nicht. Und während ich hier so durch die einsamen Straßen hier entlang schlender, würde ich mal sagen, wir sehen uns, wenn ihr wollt, mögt, könnt oder dürft, ja, morgen wieder. Und dann wollen wir mal schauen, dass wir mit Maya Müller zurückkommen. Und wir wollen auch schauen, ja, was uns hier sozusagen im weiteren Spielverlauf in der Story erwartet. Also, ciao, ciao, bye, bye und Cheerio.